und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe vor ein, zwei Jahren, also sprich vor zwei Jahren genau, ein Video aufgenommen, wo es um das Thema gegangen ist, Elementverlegung mit Gitterrost. Da ich immer wieder gefragt worden bin, für was man dies benötigen könnte, möchte ich dies hier in diesem Beispiel zeigen. Ich habe hier eine Balkonanlage und auf dieser Balkonanlage habe ich mir Skizzen eingezeichnet. Das sieht man hier, da ist die Skizze. Ich möchte hier diese Skizze darstellen. Das heißt, anhand dieser Skizze möchte ich meine Gitterroste verlegen. Und zwar, man sieht hier die unterschiedlichen Formen, Abstände und alles Mögliche, und dies kann ich hier mit der Elementverlegung definieren. Dazu wähle ich die Elementverlegung aus. Man sieht es hier schon auch an der Vorschau, welche Formen mir hier genommen worden sind. Jetzt wähle ich noch die dazu definierte Variante, die im ersten Video definiert worden ist. Und jetzt habe ich hier meine Form. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die Tragstabrichtung zu ändern. Das heißt, ich könnte hier beliebig bei einzelnen die Tragstabrichtung abändern. Ich könnte natürlich auch bei allen oder einzelnen unterschiedlichste Gitterroste definieren. Und ich kann natürlich hier auch die Abstände von der Skizze wählen. Das heißt, ich werde hier den Abstand von 0 wählen, dass es mir hier auf der Skizze liegt. Oder ich kann natürlich hier einen Wert angeben, damit man vielleicht einen Unterschied sieht. Und kann die Form damit einbauen. Ich werde hier jetzt auf OK klicken und jetzt wird mir meine Variante eingebaut. So, man sieht hier, dass ich diese Teile eingebaut habe. Ich habe dies jetzt nur bis zur Hälfte gemacht, das heißt hier genau bis zu diesem Bereich. Und man sieht hier auch, wo ich die Werte, sprich die Skizze, mir das alles ausgenommen hat. Sprich, genauso wie ich meine Skizze gezeichnet habe, so sind auch die Darstellungen, sprich die Ausnehmung und alles. Man sieht hier, diesen Gitterrost habe ich geändert von der Tragstabrichtung und die kompletten Ausnehmungen. Das heißt, man sieht hier, dies ist ganz einfach abzuändern und ich möchte hier auch noch eine weitere Änderung machen. Das heißt, dazu gehe ich wieder in den Dialog über das Feature. Das heißt, ich starte hier mein Feature. Ich kann hier wiederum meine Skizze bearbeiten. Und könnte hier als Beispiel diese Linie durchziehen, dass ich hier noch die Teilung habe. Ich sage hier in diesem Fall Skizze übernehmen. Und will hier, weil hier diese vier Felder hätten jetzt noch keine Form. Und möchte hier aber gleich jetzt auf 0 gehen, damit es dann auch gleich auf der richtigen Seite steht. Ich möchte ganz bewusst jetzt die Werte abändern auf 90 Grad. Das kann ich natürlich beliebig erweitern. Könnte hier auch unterschiedlichste Gitterroste definieren. Ich nehme hier auch gleich einen anderen Gitterrost. Kann natürlich die Fugenlinien auch abändern und mit OK baue ich diese 51 Gitterroste ein. Hier sieht man dann sehr schön,
wie einfach es möglich ist, in HiCut mit der Elementverlegung diese Gitterroste zu verlegen. Ich isoliere diese Gitterroste, um dies ein bisschen besser darzustellen, damit man es einfach ein bisschen besser sieht. Und es ist auch so, wenn ich hier diese Skizze bearbeite, so wie ich es hier in diesem Fall gemacht habe, dann kann ich sehr einfach die Gitterroste abändern. Man sieht es hier, zum Beispiel habe ich eine schräge Linie genommen. Wenn ich diese im Feature ändere, dann wird diese natürlich auch gerade gemacht.